liebe Münchner und Münchnerinnen, liebe Freunde des Münchner Schäffler-Tanzes, liebe Besucher des Hirschgartens, ich darf euch im Namen des Fachvereins der Schäffler Münchens sowie der Original Münchner Schäffler-Tanzgruppe aus dem Jahre 2019 auf das Allerherzlichste begrüßen. Wir freuen uns sehr und wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind. Vielen Dank. Aber es hat ja vermutlich auch einen Grund, nämlich begrüßen wir ganz herzlich einen alten Freund der Münchner Schäffler, den Herrn Manfred Kienle, den wir heute nachträglich zu seinem 80. Geburtstag gratulieren dürfen. Den größten Geburtstagschor darzustellen, den er jemals in seinem Leben erlebt hat. Schon die letzten 30 Jahre bei seinen diversen Geburtstagen, bei allen möglichen Schäffler-Tanzsaisonen und das ist euer zufällig mit seinem 80. Geburtstag mit der Sonderedition Schäffler-Tanz 22 zusammentrifft, ist für uns eine große Ehre und wir bedanken uns für die Einladung. Die Münchner Schäffler haben sich entschlossen, nach zwei trostlosen Jahren wieder auf die Straße zu gehen und den ursprünglichen Gedanken von 1517 wieder aufzugreifen und den Menschen Hoffnung und Zuversicht zu bringen. Da kennen wir uns aus, das ist unsere Kernkompetenz und ich hoffe, es ist uns heute auch ein bisschen gelungen. Und deswegen bringen wir es mal auf das Wohl und die Gesundheit von Manfred Kienle und wünschen ihm alles Gute bei bester Gesundheit, dass er uns in 4 Jahren beim Schäffler-Tanz 26 zum 84. dass wir wieder kennen dürfen. Also auf das Wohl und die Gesundheit und den Frieden von Manfred Kienle mit seiner ganzen Familie, allen Geburtstagsgästen und all die heute zugeschaut haben, ein dreifaches Ja. Und dann ist es ja die komplette Edition wieder. Die geht los. Wann geht es genau los? Es geht immer von Heilig Drei König. Heilig Drei König ist der erste Tanz am Marienplatz. Und der letzte Tanz ist am Faschingsdienstag vor der Herberg. Also, und der Ernst Manfred hat am 6. Februar 2026, am 84. Also dann so
wird so ungefähr das, dann. Das ist noch in der, es ist Mitte Februar, ist etwa der Faschingsdienstag. Ja, das sollte also der 6. Februar nicht sein. Ich habe Gänsehaut gehabt heute. Heute war es das Schönste. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja. Vielen Dank. Auch von anderen Alles Leuten. Gute. Ja? Dankeschön. Danke. Ein herzliches Grüß Gott vom Münchner Kindl. Als einst vor über 500 Jahren ein Städtchen unser München war, da kam die Pest als grimmer Gast und raffte wohl ein Drittel fast der braven Bürgerschar dahin. So steht es in der Chronik drin. Die ganze Stadt war öd und leer, es stockten Handel und Verkehr. Es blieb ein jeder still zu Haus, und Trauer war, und Not, und Graus. Da bracht die wackere Schäfflerzunft die Leute wieder zur Vernunft. Denn junge Burschen, frisch und keck, die noch das Herz am rechten Fleck, die zogen da mit Fass und Kranz von ihrer Herberg aus zum Tanz. Dass sie's getan, das war wohl gut. Die Bürger fassten neuen Mut und überwanden Sorg und Not, die ihnen brach der schwarze Tod. Der schöne Brauch vom alten Schlag, ein Sinnbild ist für unsere Tag. Wie traf die Pest die Stadt so hart, wie eng war Not und Leid gepaart. Und wie hat Mut und frische Kraft an ihrem Aufbau schon geschafft. So grüßen wir den alten Brauch, der heute noch geübt wird auch. Und den uns alle 7 Jahr aufs Neue zeigt, die Schäfflerschar. Möge ihre Kunst noch lange blühen und wie aus Buchs die Kränzlein grün, verwelken nicht. In ernster Zeit schenkt sie uns frohe Heiterkeit. Dass abermals die Pest so schnell entfacht, das hätte sich kaum einer gedacht. Trotz Hygiene und Sauberkeit machte sich Corona weltweit breit. Mein Prolog ist aktuell, damals wie heute. Und meine Aufgabe ist es nun, die Angst zu nehmen aller Leute. Deshalb tanzen die Schäffler, wie es früher war, in München auf den Straßen auch in diesem Jahr. Der Brauch wird weiterhin bestehen und wir werden uns 2026 sicher wiedersehen. Ernst Manfred ist derjenige, der diese Veranstaltung ermöglicht hat und bringt dir ein Geschenk, dem Münchner Kindl. Es sind über 500 Leute, die zuschauen. Ganz toll, Ernst Manfred.
über 500 Leute. So schön war es noch nie, das Manfred. Über 500 Leute. Nur für dich und deinen 80. Einmalig. Einmalig. Geburtstag, lieber Manfred, zum Geburtstag.